Hey Leute und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Nachdem wir den riesigen, wahrscheinlich letzten Dungeon von Xanadu gemacht haben, ich denke mal schon. Das war, ja, nicht einfach, hat auch deutlich länger gedauert als gedacht, aber wir haben das Versteck von Fledermaus infiltriert, haben Medulla getroffen, was ein bisschen verstörend war, und Mallory gesehen, die jetzt aber abermals verschleppt wurde. Und jetzt gehen wir zum König von Xanadu, dem wunderschönen, arroganten Khan, und erzählen ihm das mal. Achso, und wir sollen zu Nachtschwinge, weil der wohl irgendwelche Informationen hat, die wir gebrauchen könnten. I see neither a rescued girl nor the broken heap of my usurper. What happened? So now this Medulla has the girl that could destroy the spiral? Has our work here been for naught? Grayson, what do you know of their plans? Well, Bat always said they needed Mallory and her luminiferous essence to break the three paradox chains and free the Chaos Heart. That's why they came to Xanadu, to learn how to extract that essence. Now that they know, they'll make for one of the chains. But which one? Oh. Well, Bat did mention a scheme he was cooking up on Athanor. Something about sowing chaos. Oh, the chain of fire and ice is there. Then we must get to this Athanor place at once. Oh wait, does anyone know how we get to this Athanor place? Captain, I've made great progress with my stream portal network. I'm relatively confident I can get us to Athanor from the Ark. Hä? Okay, der Text ist gerade irgendwie ein bisschen falsch übersetzt. Er sagt auf Englisch, er kann uns nach Athanor von der Arche ausbringen, aber hier steht, er kann uns von Athanor zur Arche bringen. Okay. May the light guide you, Captain Pork. Hoppla. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Gut, also können wir uns da einfach so hinbeamen. Das ist ja sehr praktisch. Ich gucke mal kurz hier, ob irgendwas Besonderes hier gerade im Laden drin ist. Übrigens, wahrscheinlich, ne, was heißt wahrscheinlich, Dienstag und Mittwoch wird kein Video kommen. Aus dem einfachen Grund, dass ich nächste Woche wieder sehr viel Stress vor mir habe und ja, wenn ich am Montag um 5 Uhr oder um 6 Uhr das Haus verlasse und um 19 Uhr frühestens erst wieder da bin, glaube ich nicht, dass ich noch aufnehmen werde, sagen wir es mal so. Und vorproduzieren könnte ich zwar tun, aber ich habe auch noch ein bisschen was vor, deswegen, ja, wird nächste Woche mal ein bisschen was ausfallen. Ja, manchmal ist das halt so. Okay, dann beamen wir uns jetzt hier zurück zur Arche und dann von dort aus nach Athanor. Ich freue mich drauf. Athanor ist ein schönes Gebiet. Wie gesagt, wir waren ja mal in einem Livestream da. Und das ist wirklich schon designmäßig sehr schön gemacht. Und jetzt können wir uns jetzt gleich mal hier anschauen. So. Repariert eigentlich irgendjemand die Arche hier oder... Oder wie sieht's aus? I've calibrated a new pod to take us to the dwarven island of Athanor. Once there, I can set up a stream portal and network it to the others. In theory, this network will allow us to stream to any island in Imperia where we first land a pod, similar to a world door, but more localized. Well done, Mr. Spark. Stream us up, wizard. Okay, los geht's. Wusch. Tada! Ah. What a landing! Oh, I think we destroyed the pod. Spark! Are we stuck here? Negative, Captain. I've set up the stream portal and it is functioning perfectly. It can teleport us to Xanadu or Ariel. Good. Now let's take a look around. Natives. Ooh, they don't look happy. Let's see what's wrong. Und hier sind wir im Athanor Außenbezirk. Wir können uns die Karte mal anschauen. Okay, das ist ja alles noch sehr eis-themed. Wenn wir dann reingehen, wird es dann höchstwahrscheinlich eher in Richtung Feuer gehen. Ah ja. Die Zwerge also. Sieht schön aus. Bisschen Polaris-Vibes. Vor allem mit diesen Eisklötzen. Oh, you fools! Don't you know what you've done there? And just what are you people up to barreling out of the sky like that? Your little pod thingy started an avalanche. Worst of all, the ice is all riled up. The elementals are swarming, oh yeah.
I ought to boot you right off the side of this glacier, you no good brat. Wait, we come in peace. This is all just a terrible accident. The wizard can help you. Just tell us what to do. Well, for starters, you can go put a wallop on some of these snow furies you kicked up. A wizard. Okay, 5 Schneewüter. Put your magic where your mouth is. Oh ja, hier ist wirklich eine kleine Lawine runtergekommen. Okay, sind wahrscheinlich Eis. Ja, so sieht's aus. Dann ab zum Hauptkartenspiel und rein da. Unser Haustier ist gerade so ein bisschen hier lang geslidet. 3000 Leben, okay, das ist ja kein Problem. Schon wieder eine neue Kampfmusik? Oder bilde ich mir das gerade ein? Ja, die ist wirklich neu. Oder ich bin gerade dumm, aber nee, die haben wir, glaube ich, vorher noch nicht gehört. Cool. Dann hat wahrscheinlich echt jedes einzelne Gebiet in Polaris. Jetzt komme ich schon in diesen Polaris-Vibe rein. In Empyrea. Eine eigene Kampfmusik. Das ist sehr, sehr cool. Okay, da ist auch unser Drache, sehr schön. Fetzen wir die weg. Wir schmelzen sie sozusagen. Oh, was ist denn da hinten? Ah, das ist die Kette wahrscheinlich. Also was da hinten so in den Himmel hochgeht. Wartet mal kurz. Oh, eine Couch-Potato, cool. Dieses Ding, was da hinten so in den Himmel hochgeht, dieses rote Teil, oder dieses rote, dieses orangene Teil, das ist wahrscheinlich die Kette, die Fledermaus zerstören möchte. Und dann wird da oben irgendwo, wo das dahin führt, das Herz von hier Großvater Spinne sein. Sehr, sehr interessant. Sieht schon gewaltig aus, also das scheinen schon Urmächte zu sein, die hier aufeinandertreffen in Empyrea. Mal schauen, ob wir ab einem bestimmten Punkt wieder irgendwelche Holo-Nachrichten von Großmutter Rabe erhalten. Ja, Turmschilde, das war ja zu erwarten, dass die sowas können. Ich hätte jetzt eigentlich gerne eine Faust, bevor ich hier angreife. Naja, dann nutzen wir eben die Runde noch, um uns eine Klinge zu zaubern. Die sind jetzt sowieso nicht so stark, diese Gegner. Und betäubt haben sie uns bis jetzt auch noch nicht, also eigentlich keine wirkliche Gefahr, die von denen ausgeht. Aber sie sehen cool aus, das muss man ja sagen. Oh, kritisch. Okay, haben wir geblockt. Okay, der mit dem Turmschild lebt noch, aber der Rundenzauber macht kurzen Prozess. Und jetzt fehlt nur noch einer, dann haben wir diese Quest auch geschafft. Es regt mich immer noch absolut auf, immer diese ungeraden Zahlen bei diesen Straßenkampf-Quests. Ihr wisst schon, was ich meine. Sodass du
dass auf jeden Fall, wenn du alleine bist, auf jeden Fall 3 Kämpfe brauchst, um jetzt hier diese 5 zu kriegen. Wenn es 4 gewesen wären, hätte man 2 Kämpfe gebraucht. Genau, wenn es 6 gewesen wären, hätte man genau 3 gebraucht. Aber nein, es sind 5. Oh Gott, ich sollte mein Handy stumm schalten. Ich vergesse es immer wieder. Es ist doch unglaublich. So, Oh. Ich habe keine Pips dafür. Das ist interessant. Passiert auch selten. Gut, dann Aura drauf und in der nächsten Runde können wir dann auch wirklich angreifen. Und da ist was von meinem Tisch runtergefallen, verdammt. Wenigstens ist jetzt mein Mikrofon nicht mehr so, ja, verbuggt. Also mein Kabel war ja das Problem letztens, wo ich dann da irgendwie den Tisch nur kurz berührt habe mit meiner Hand und plötzlich, weil das Kabel irgendwie dann so eine leichte Erschütterung hatte, komplett übersteuert das Ding und das war wirklich nicht schön. Jetzt passt alles mit dem Mikrofon, jetzt habe ich bloß einen viel zu großen Raum, um hier eine gute Akustik zu haben. Also was heißt einen viel zu großen Raum? Das ist eigentlich auch nicht der Wahrheit entsprechend. Der Raum ist einfach nur leer im Moment noch. Aber ich werde den jetzt hier auch nicht Speed einrichten. Vor allem, weil ich ehrlich gesagt noch gar nicht so ganz weiß, was ich in dem Raum alles noch für Möbel haben möchte. Ja. Muss ich mal sehen. Bis dahin gibt es hier noch Badewannen-Action. Nee. So schlimm ist es ja nicht vom Sound her, aber mich als so den Perfektionisten, was das angeht, stört das natürlich schon. Gut, das war's mit den Schneewütern. Well, that was darn decent of you driving off those elementals. Maybe you're not the interlopers I took you for, eh? But don't get too comfy. Snow furies are the least of my worries. Das hat sich gereimt. I've got a team of ice miners in that cutting shed over there, and your avalanche buried them. I don't know if they're okay or what. You want to go dig that door out over there and see what you can find out about them. There might be injured in there. I'll come with you. I'll get my kit and meet you inside. I cannot accompany you, wizard. The captain and I must continue salvaging what we can out of the pod. Well, I don't care which of you goes, as long as you get to it. Okay, was haben wir denn gleich für ein Level? Oh Gott, das war gerade der ultimative Lag. 127. Tada! Blub, und plötzlich ist die Schneeverwehung despawned. Warte mal, ich würde mal ganz kurz ein rotes Irrlicht mitnehmen. Damit wir wenigstens voll geheilt sind. Okay, was haben wir hier? Kiel-Eisenhacke. Ja. Alles klar. Der ist Feuer. Okay, dann wird das mal wieder ein Prisma-Bosskampf. Mit einem Lebensgehilfen. Gut.
Los geht's. Leider das Prisma nicht direkt gezogen. Gut, dann gehe ich wieder raus aus dem Dungeon und gehe nochmal aufs Neue rein. Weil, ja, wenn er sich jetzt direkt ein Eisschild zaubert, ist es natürlich extrem ungünstig. Das mache ich nicht mit. Gut, in der Hoffnung, dass wir das Prisma jetzt drauf machen können, bevor der irgendwas anderes macht. Also auf der Hand haben wir es schon mal. Halt, falscher Gegner. Ja, sieht schon besser aus. Weil jetzt direkt mit minus 70% Schild vom Gegner da in den Kampf reinzugehen, das wollte ich jetzt, naja, vermeiden. Wow, okay. Mal schauen, wann ich wieder das Haustier wechsle zu Luna. Aber im Moment gefällt mir das eigentlich ganz gut, mal ein bisschen Abwechslung da zu haben, auch vom Design her. Die greifen hier alle höchstpersönlich an. So, funktioniert Täuschen, ist die Frage. Ja. Okay, sehr gut. Schattenmagie hat er auch, aber das ist mittlerweile fast schon normal geworden bei den Bossen hier in Empyrea. Dass die Schattenmagie beherrschen und ich finde es auch ganz gut so. Die altbewährte Taktik mit der Betäubung. Trotzdem verstehe ich nie, warum die Gegner hier ständig so läppische Zauber benutzen. Also ein Sonnenvogel, ja, was soll das? So, ne? Da hätte er genauso gut jetzt einen Hurlyfant benutzen können oder sowas, aber die Gegner müssten sich halt auch ein bisschen mehr vorbereiten. Der hat keine einzige Klinge drauf oder irgendwas in der Art. Der greift einfach nur die ganze Zeit an. Ja, okay, das Eisschild kann er jetzt machen. Jetzt ist es egal. Das Prisma ist ja schon drauf. Von daher zeigt der Eisschild keine Wirkung. Okay, die 40er Klinge haben wir schon. Das auch. Dann machen wir jetzt die hier drauf. Und danach können wir eigentlich schon angreifen. Ah, das ist doch mal ein ordentlicher Angriffszauber. Ja, schade, dass er dieses Mal nicht kritisch getroffen hat. Das tut mir natürlich sehr leid für ihn. Hat trotzdem fast 1000 Schaden abgezogen. So, mein Lieber, jetzt kriegst du den Feuerdrache. Oh, oh. Okay, das ging noch. Jetzt kommt der Schattenangriff, aber leider zu spät. Er wird nicht mehr genug Zeit haben, den auf uns abzufeuern. Okay, das sieht sehr seltsam aus. Was zur Hölle? Also irgendwas ist mit den Partikeln hier nicht so ganz, wie es sein soll. Okay, er hat sogar überlebt, was erstaunlich ist, aber was er nicht überleben wird, ist der Rundenschaden. Und ich weiß nicht, ob der Dungeon jetzt noch weitergeht, deswegen heile ich mich mal. Wir haben ja leider keine Flaschen mehr. Ich bezweifle zwar, dass es jetzt hier noch weitergeht nach dem Boss, aber man weiß ja nie. Whoa there. Maybe you're not the enemy after all, eh? Aber nur vielleicht. You're
here to help. Oh, sorry about that ruckus there. The rest of my team's trapped in the next room, but the door's blocked. There's still time to save them. Let's get that door open. That ought to do it. Plup. Ah, okay. That's my team. Oh no, some of them are hurt. Don't worry, I can help them. Ja, wir haben ja einen erfahrenen Doktor dabei. Ow, it hurts. Please help. Hold still. I'll have you fixed up in a jiffy. Oh, thank you. Diese Formulierung. Are you a doctor? I need help. Here, this should help. It sure does. You betcha. Thank you. Sehr schön. Don't worry, you'll be fine. I'm saved there. Thanks. So, was ist das jetzt für eine Tür hier? Steam there. Something's wrong in the next chamber. You want to get that door open? Okay, was geht denn hier ab? Ah ja. That's a breach to the core. We need to seal it before the heat melts the whole glacier. I'll go get Spark. He's Mr. Fix-It. I bet those steam furies won't make it easy. Ah, stimmt, das sind keine Eisgegner, das sind jetzt Todesgegner, das sind Dampfwüter. Die gibt's ja auch in jeglichen Elementen. So, los geht's. Ja, irgendwie dachte ich mir schon, dass es das noch nicht gewesen ist mit dem Dungeon. Alleine schon, weil ich die Tür hinten gesehen habe beim Boss. Aber gut, dann besiegen wir eben noch diese Dampfwüter hier. Ja, das ist ein interessanter Aufbau, dass wir praktisch außen diesen Gletscher haben und dann innen komplett ein heißes Vulkan-Lava-Gebiet, irgendwie sowas. Irgendwelche Dämpfe, die da aus der Erde kommen. Und der Gletscher beginnt hier zu schmelzen. Wie dieser Hebel so deplatziert da hinten ist. Gut, diese eine Klinge sollte eigentlich schon ausreichen, damit wir jetzt angreifen können und diesen Kampf hier für uns entscheiden. Okay, minus 50% Heilung. Interessiert uns nicht. Das sieht wirklich seltsam aus mit dem Drache. Someone has opened a breach to Athanor's molten core. Fascinating. You'll have to seal it. It's too hot. I can't get any closer, don't... The conveyor on the ceiling. Use the mechanism over there to crash it into the cavern wall. Collapsing rocks should fill the breach. Wie sieht denn das eigentlich aus hier? Oh, da ist ja wirklich flüssige Lava. Here, as they say, goes nothing. Ah. Ja, das sieht ganz gut aus. This should solve the problem for the near future. The crack was deliberately opened. I can only conclude that this was sabotage. Sabotage? You'll want to report that right away there. Sehr, sehr gerne. Oh mein Gott, das reicht sogar ganz knapp nicht aus, um das nächste Level zu erreichen. Das ist erstaunlich. Ich bin mal gespannt, wann wir die Quest hier wieder bekommen für den... Achso, nee, warte mal. Den Zauber gab es ja hier gar nicht. Den gab es da, glaube ich, erst ab Empyrea... Oder vergesse ich jetzt was? Gab es hier in Empyrea Teil 1 einen Zauber? Eigentlich? Ich muss gestehen, ich habe es wirklich vergessen. Und das als alter Wizard-Veteran. Ach, keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Sabotage? A breach all the way to the core? Well, that's just crazy. They say ancient spells hold this glacier together, don't you know? Heat from the core will wear them out, and then the whole ice cap could go. If there was one piece of sabotage, there might be more. The Supreme Council needs to know about this right away. I'm too busy up here. You go and tell them. I'll come with you, Wizard. Beans and Spark will take care of the wounded and the stream portal. You'll want to take this letter here to the Council. It'll vouch for you, okay? Ah, now jetzt haben wir unser Level ab.
Okay, und zum Erhabenen oder zum Hohen Rat oder was auch immer gehen wir dann in der nächsten Folge. Nehmen wir noch kurz hier diese Items mit. Schön den Ethyrstaub abgesahnt, auch wenn ich nicht weiß, was man damit machen kann, aber einfach mal mitnehmen. Okay, Leute, dann war es das mit dieser Folge. Und dann kommt am Montag noch was und dann Dienstag, Mittwoch erstmal nichts. Und dann geht es wieder am Donnerstag weiter mit einem der beiden Projekte. Übrigens kann ich jetzt auch wieder Star Citizen aufnehmen, weil jetzt die Updates alle durch sind. Wie ich da weitermache, muss ich aber erstmal schauen. Da muss ich wahrscheinlich erstmal ein paar Credits oder ein paar Units farmen, damit ich überhaupt wieder neue Schiffsvorstellungen machen kann. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.